Und da bin ich auch wieder zurück mit Lara Croft an meiner Seite bei Tomb Raider. Wir haben letztes Mal unseren Freund Rob verloren. Ich kann einfach nicht glauben, dass er fort ist. Ich glaube, was Lara da redet, ist aus dem Tagebuch. Ja, ich werde es gleich nochmal abspielen lassen. Ich werde jetzt erstmal einen Fähigkeitenpunkt verteilen. Und zwar Ausweichkill 2 haben wir schon bereits gemeistert. Leider sind wir noch nicht dazu gekommen, ihn hinzusetzen. Wieder den mit dem Pfeil ins Knie, was ich ziemlich lustig finde. Als auch den hier. Weichen Sie leicht gepanzerten Feinden aus und attackieren Sie sie im Nahkampf, um sie auf der Stelle zu töten. Okay. Ich schau mal. Überleben. Das ist, denke ich, noch was Gutes. Plünderung. Finden Sie bei toten Feinden versteckte Taschen, um zusätzliche Munition zu erhalten. Könnte sich als gut erweisen. Klettergewandtheit. Verbessern Sie Ihre Kletterkünste, um sich schneller fortzubewegen und Sturzschäden zu vermeiden. Das wäre auch eine Möglichkeit. Orientierung. Setzen Sie Ihre geschärften Sinne ein, um versteckte Belohnungen zu finden. Okay, das finde ich jetzt nicht so den Bringer. Ich glaube, Plünderung oder Klettergewandtheit. Tendier zur Klettergewandtheit. Eine harte Landung umschaltet, um den Schaden zu verringern. Okay. Das klingt gut. Jetzt muss ich mir das nur noch merken. Hier drüben, Bergungsgut haben wir nicht so viel, glaube ich. Vorhin, als die zwei Waffen nebeneinander lagen, habe ich gedacht, ob wir die jetzt vielleicht Akimbo bekommen, aber... ich glaub's jetzt nicht. Oh, ein Schalldämpfer. Schüsse werden schallgedämpft und ihr Schaden damit leicht verringert. Drückt sie zwei, um schallgedämpfte Schüsse auszuwählen. Haben wir leider nicht genug Material, wäre aber auf jeden Fall eine Option irgendwann. Ergonomischer Griff, die den Rückstoß verringert. Okay. Schnellfeuermodus. Mhm. Magazinschacht. Magazin ist leichter einzulegen, wodurch die Nachladezeit verringert wird. Ja, ich weiß nicht. Wenn, dann eventuell den Schalldämpfer später. Das wäre, denke ich, eine Überlegung wert. Schroti haben wir im Moment voll aufgerüstet. Und die Axt auch. Ja, dann... ah ja, genau, ich wollte ja nochmal hier ganz kurz das von Lara abspielen lassen, was sie da sagen wollte. Dokumente. Ja, wo ist es denn? Okay, ich finde es irgendwie gerade nicht. Aha, Dokumente. Gold. Ah, nicht denken, nichts spüren. Das wird es, denke ich, sein. Das hätte Ross gesagt. Ich kann einfach nicht glauben, dass er fort ist. Keine Geschichten über meine Eltern mehr. Keine Bergbesteigung. Oh Gott. Ich wünschte, sie hätten stattdessen mich getötet. Haben sie aber nicht. Ich bin hier, ich lebe und ich bin sicher, dass kein Boot oder Flugzeug uns von dieser Insel wegbringt. Zumindest noch nicht. Ich weiß, dass die Antwort etwas mit Himiko und diesem Kloster zu tun hat.
Ich muss etwas unternehmen. Ich muss dem ein Ende bereiten. Ja, und wir werden dir dabei helfen, junge Dame. So. Entschuldigung, ich schaue gerade mal. Da hinten müssen wir hin. Ah ja. Ah, ein bisschen Bergungsgut kann man immer brauchen. Können wir nicht irgendwie sehen? Ja doch. Kra! Ja, wir haben den Pfeil zurückbekommen. Als hätten wir es nicht geahnt, dass der Heli abstürzen würde, aber der Pilot wollte ja nicht auf uns hören. Ruhig, Lara. Oh, Scheiße. Ein Pilz. Wie ging das mit H? Gebt lieber auf, bevor ich die Hunde finden. Kommt raus, kommt raus! Können wir uns irgendwie an den Rand schleichen? Das muss doch gehen. Jawoll! Sehr schön. Okay, da ist auf jeden Fall unser Ziel, wo wir hinwollen. Ich versuche mal weiter den unentdeckt hier durchzukommen. Fuck! Bisher klappt es ja ganz gut, aber hier durchs Wasser vielleicht. Was gefunden? Im Wasser! Wasser? Hm. Sieht man die so besser? Nee, schade. Und da sind auch zwei. Insgesamt zähle ich aber fünf. Geheimes Grab in der Nähe. Das könnten wir uns noch anschauen. Was gefunden? Nö. Nein. Habt ihr es gehört? Noch Hilfe! Oh Mann, er sieht uns im Bauch. Das war leider nichts. Was gefunden? Nein, du etwa. Sie könnten überall sein. Bist du sicher, dass sie hier sind? Ich sollte einfach auf einen Baum klettern und abwarten. Richtig, mach doch. Toll, verdammte Vögel. Hey, wenn ihr euch versteckt, kommt raus! Zeigt euch! Gebt lieber auf! Headshot! Es bringt nichts, den Wölfen zuzurufen. Ja, kommt raus, kommt raus! Weil ich werde dich holen. Nicht die Wölfe. Nein, nein, nein. Oben finden wir niemanden. Ich hole mir jetzt erstmal den da hinten. Doch nicht. Verdammt. Kannst du nicht sehen?
Verstärkung! Verdammt! Das gibt's doch nicht. Terra, lauf! Wo kommt ihr denn alle her? Ich glaube, ich stürme da jetzt einfach rein. Weil das nervt mich gerade ein bisschen. Nein, haben wir nicht. Und jetzt lauf weiter. Bist du sicher, dass sie hier sind? Ja, bin ich. Jetzt halte ich Schnauze nur. Hey, wenn ihr euch versteckt, kommt raus! Sei ruhig. Gib mal Ruhe. Tja, was ist passiert? Wahrscheinlich war da irgendwie ein Wolf oder so. Die Granate. Alter, stirbst du mal, du Wolf. Ach, Mann. Oder die letzte Möglichkeit wäre, dass wir uns einfach ganz vorbeischleichen. Sicher, dass sie hier sind? Ich sollte einfach auf einen Baum klettern und abwarten. Toll, verdammte Wölfe. Verdammte Wölfe. Hey, wenn ihr euch versteckt, kommt raus! Zeigt euch! Geht lieber auf, bevor euch die Hunde finden! Der hat auf jeden Fall gesessen. So, dann holen wir bald den hier noch. Also hier war auf jeden Fall vorhin auch einer, das weiß ich. Ganz ruhig, Bruder. Reiß dich zusammen. Ja, ach, reiß dich zusammen. Stell dich nicht an wie ein kleines Mädchen. Das öffnet uns auf jeden Fall einen neuen Weg. Jetzt sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Für uns. Jetzt müssen wir, glaube ich, da lang. So, jetzt hangeln wir uns hier lang und dann hangeln wir uns hier lang. Konzentration, immer weiterhin. Okay, da wollen wir also hin. Dahin. Wow. Ja, mach keinen Scheiß. So, und wie kommen wir jetzt da rüber? Vielleicht... können wir irgendwie hier hochsteigen. Hier hin.
Da sehe ich zumindest was. Aber irgendwie kommen wir da auch nicht hoch. Okay, sie will auf jeden Fall nicht springen. Versuch's einfach mal hier weiterzukommen. Eindeutig nicht. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Wir müssen nur ganz kurz in Deckung bleiben. Zeitverschwendung. Konzentration. Kommt jetzt her. Ich glaube ja, verstecken uns mal hier hinten. So. Puh, das war knapp. Das hätte echt ins Auge gehen können. Ah ja. Also hier rüber kommt man dann. Hilf mir mal einer! Ruhe. Ach, du Kacke. Da kommt her. Hier bin ich. Ist das so ein Alter? Absolut cool. Das? Wow. Das kostet echt Nerven gerade. Ich glaube, ich habe es geschafft. Mann, ist das ein Gerangel hier. Oh nein, da kommen noch mehr. Was hast du gesehen? Also, was immer die sind, was immer sie da oben tun, ist echt üble Scheiße. Ich geh nicht mehr hin, selbst wenn Vater Matthias es befiehlt. Verdammt. Überraschung. Nein, 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 nein. Alles will ich sterben. Nein, Lara. Wieso denn? Verdammte Scheiße.
Ich muss jetzt nicht von vorne anfangen, oder? Sieht nicht so aus. Okay, ich glaube, ich muss mal einen ganz kurzen Cut machen. Ich bin gleich wieder da. Bis dann.